Hi. Ist es okay, wenn ich den Sport teilnehme? Ja. Macht es dir was aus, einen Untersetzer zu benutzen? Oh, klar. Sorry. Schon gut. Und wenn das Klopapier alle ist, wäre es nett, wenn du eine neue Rolle aufhängen würdest. Und wenn du den Geschirrspüler füllst, dürfen keine flachen Schüsseln in den unteren Korb, sonst sind die Sprüharme blockiert und der obere Teil wird nicht gewaschen. Und wirf bitte keine Bananenschalen in den Schlafzimmerpapierkorb. Das war ich nicht. Ich habe das nicht getan. Es ist dir wahrscheinlich nicht bewusst, dass... Ich hasse Bananen. Oh mein Gott, das war Haas. Entschuldige. Er versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Wie kommt er darauf, dass wir uns wegen sowas streiten würden? Wegen der Milch. Du hast sie in die Türschale gestellt. Die meiste Kälte ist auf der untersten Abstellfläche. Die Temperatur in der Tür schwankt und das reduziert die Haltbarkeit. Oh. Seit wann hast du dieses zwanghafte Verhalten? Ich will nur sauberes Geschirr und unverdorbene Milch, damit wir alle gesund bleiben. Oh, es geht um die Gesundheit. Und was ist mit dem Untersetzer? Normalisiert er meinen B12-Mangel? Können wir das Thema lassen? Na klar. Haben dich solche Dinge die ganze Zeit über genervt, als wir verheiratet waren? Werd schnell wieder gesund, Mami. Ich hab dich lieb. Julia, du hast Besuch. Hi. Das passt jetzt gerade nicht. Dr. Hadley, sagten Sie nicht, da wäre ein Videospiel im Spielzimmer? Kannst du mir beibringen, wie sowas geht? Mhm. Wir sehen uns in der Radiologie. Raus aus dem Zimmer meiner Frau. Sie haben in unserer Privatsphäre nichts zu suchen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Tom hat recht. Du solltest gehen. Dass wir Sex haben, ist okay. Aber wenn ich kurz vorbeischaue, um zu sehen, was... Das hier ist unsere Familie. Entschuldige. Ich musste während der Fachausbildung 2 Jahre lang Hemden tragen, die viel zu klein waren. Du hättest mir sagen können, dass ich deine Hemden nicht in den Trockner tun soll. Und deine Wäsche habe ich nur gemacht, weil du nie zu Hause warst. Ich habe das nicht von dir verlangt. Natürlich nicht. Du warst nur stinkig, wenn du keine saubere Unterwäsche hattest. Ich habe nie gesagt, dass ich sauer war. Darum geht's ja. Du hast gar nichts gesagt. Ich muss mir hier Vorhaltungen in Sachen Kommunikation anhören von einer Frau, die mich über ihren Anwalt informieren ließ, dass unsere Ehe gescheitert ist. Ihr eine offene Ehe vorzuschlagen, finde ich ganz schön kühn. Das Gespräch ist mir irgendwie entglitten. Es war nicht mehr zu ändern. Ich find's gut, dass du darüber gesprochen hast. Ich habe gelesen, dass Männer mit einer bestimmten Variante des Vasopressin-Rezeptorgens mit doppelter Wahrscheinlichkeit untreu sind. Vielleicht bist du einer von denen. Also ist meine Treulosigkeit biologisch vorbestimmt. Fantastisch. Geh auf 5-fache Vergrößerung. Wir brauchen Sicht auf die Medulla. Ich dachte, du wärst erleichtert. Damit bist du doch fein raus. Es ist reine Genetik. Ich bin 1,68 und habe eine Stirnglatze. Ich hasse Genetik. Die Medulla ist unauffällig. Du trägst kein Toupet oder Einlagen. Weil Zwergenwuchs und Haarausfall keinem schadet. Was an deiner genetischen Veranlagung von übel ist, ist, dass du sie verleugnest. Das ist nicht gut für dich. Oder Rachel. Da ist nichts. Es ist kein NNR-Tumor. Ja, vielleicht hast du recht mit mir. Aber ich werde mich weiter anstrengen. Rachel ist es mir wert. Sieh mal da. Die Lunge. Was ist das? Mir wurden die Scheidungspapiere mitten in einer Fachtagung in New Orleans zugestellt und ich habe eine Flasche in einen antiken Spiegel geworfen. Das ist ja ganz was Neues. Wenn ich gewusst hätte, dass du zu Emotionen imstande bist. Ich habe dich geliebt. Ich habe gedacht, ich würde dir nach Baltimore folgen. Ich habe Vorstellungsgespräche geführt, wegen der Wohnung rumtelefoniert. Wie konntest du annehmen, dass wir noch eine Ehe führen? Wir hatten schon wochenlang kein Wort gewechselt. Vielleicht, weil ich 2 Jobs machen musste, um uns zu ändern. Nein, das war nicht der Grund, sondern weil ich das Gefühl hatte, wenn du mal zu Hause warst, mit einem Eisklotz zu reden, weil du sowas von sauer auf mich warst. Ich habe mich totgeschuftet, damit du dieses Praktikum machen konntest. Du wolltest es doch. Ich habe es für dich getan. Wieso bin ich jetzt der Arsch? Du hättest mal Gefühle zeigen sollen. Das wäre besser gewesen. Na schön, du warst ein selbstsüchtiges Miststück. Der VQ-Scan hat den Fleck als Blutgerinnse identifiziert. Vielleicht steht der Ehemann ja auf Plüschis. Wenn er ein Geheimnis hat, bezweifle ich sehr, dass es relevanter ist als das Gerinnsel. Eine Gerinnungsstörung würde wohl alles erklären. Die Frage ist nur, welche Art. Lesen Sie eigentlich nie Ihre Abteilungsmemos? Nur wenn draufsteht, nicht geeignet für die Arbeit. Vor 2 Tagen wurden Sie über den Versicherungsstatus Ihrer Patientin informiert. Sorry, das ist nicht geeignet für die Arbeit. Hier.
Nicht versichert. Wollen Sie sie finanziell ruinieren? Oh, über finanziell ruinöse Prozeduren bin ich längst hinaus. Julia ist versichert. Ihre Versicherungsnummer stand auf dem Formular. Der Versicherungsschutz ist wegen Beitragsrückständen erloschen. Ich habe deswegen schon dreimal angerufen. Sie hätten das wissen müssen. Nein, das muss ein Irrtum sein. Natürlich sind wir versichert. Naja, wir sind mit einigen Beiträgen in Verzug. Ich habe deswegen schon Geld von meinem Rentenkonto abgehoben. Sie sagen, damit würde das in Ordnung gehen und... Wieso vom Rentenkonto? Lassen wir Ihnen ein paar Minuten Zeit. Und mit wir meint sie nur sich. Ich habe all unser Erspartes verloren. Na, wenn das kein Geheimnis ist...